Sind ja alle richtig nett zu mir. Tja, ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie der Plan ist. Jetzt mal ganz kurz auf den Markt. Ja, ich gehe doch. Ich bin doch nicht auf Zack. Also zumindest mal hier raus. Und dann. Werde ich wohl mal ins Logbuch gucken. Machen wir, ich überlege gerade ernst. Da steht zur Tempest zurückkehren. Wir haben einen Standort gefunden. Pass auf. Ich kehre mal zur Tempest zurück. Wir sind ja eh gerade in dem System. Ich kehre zur Tempest zurück, gucke, ob da was kommt, weil, wie gesagt, ich möchte alle Aufgaben erstmal sammeln und dann abarbeiten. Vielleicht kommt dann irgendwas raus. Wenn nicht, wenn wir dann irgendwie wieder woanders hinfliegen müssen, dann machen wir hier die Nebenaufgaben zu Ende. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Vielleicht machen wir das. Ja. Mal gucken. Vielleicht startet dann auch eine Videokonferenz oder so. Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie wir den Außenposten bekommen. Mal gucken. Gut, der eine hat gesagt, wir müssen den kleinen Leuten helfen. Davon haben wir bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Reyes. Mal gucken, ob was passiert. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Erladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drak hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Perfekt. Denn wenn ich mich mit etwas auskenne, dann ist es der Kampf gegen Piraten. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer, geben Sie Kello die NAV-Punkte für Erladen und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey! Von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Ich warte mal noch ganz kurz. Bin bei der Tempest, aber zur Tempest zurückkehren. Geh mal kurz nach vorne. Ich werde eine erhöhte Kalorienaufnahme für das ganze Team empfehlen. Alles klar. Toll. Noch mehr Dosen. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang.
Warten, bis Cora den Transponder entschlüsselt hat. Okay. Die E-Mails von Lesen. Okay. Die Arche der Asari. Ryder. Ich habe einen Durchbruch erzielt, was die Position der Asari-Arche angeht. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich zu mir auf die Tempest. Ja. Sid. Von Vetra. Ryder. Es ist eine verschlüsselte Nachricht von Sid eingegangen. Sie will mit uns sprechen. Es klingt wichtig. Wir brauchen Sie dafür. Also kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Vetra. Moshai Sif hat uns auch geschrieben. Pathfinder. Jarl hat mich wissen lassen, dass sie sich mit Axul treffen möchten. Es ist lange her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er wurde durch die Cat derart verändert, dass es schwierig wurde, sich mit ihm zu unterhalten. Aber vielleicht ist genügend Zeit vergangen und wir können gemeinsam an seine Vernunft appellieren. Ich habe ein Treffen in meinem Labor auf Aya organisiert. Bitte kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Moshai nehmen wir auch an. Oh mein Gott. Reyes, Ryder, danke nochmal für Ihre Hilfe mit Sia und dem Roker. Ich bin Ihnen etwas ganz Besonderes schuldig und ich glaube, ich habe genau das Richtige. Rufen Sie mich doch mal an. Okay, mache ich. Hinweise auf die Arche Nathanus von Avitus Rix. Ryder, ich höre Gerüchte, dass Bergungsgutsammler auf einem Planeten namens Eladen Teile einer Arche gefunden haben. Vielleicht ist nichts dran, aber wir sollten der Sache nachgehen. Avitus. Direktor Ten, diplomatische Bemühungen auf Aya. Als wir unsere alte Heimat verlassen haben, war es nicht vorgesehen, dass wir mit einer Alien-Zivilisation um eine neue verhandeln müssen. Es ist entscheidend, dass wir die Angara beschwichtigen und auf unserer Seite halten. Sie haben für uns eine Botschaft auf Aya eröffnet und unser diplomatisches Team lebt sich dort bereits ein. Ich zähle darauf, dass sie unserem Erfolg gewährleisten. Sie haben Kontakte mit dem Anführer des Widerstands, der Moshai, und dem Gouverneur von Aya etabliert. Tun Sie Ihr Möglichstes, um alles über diese Leute und ihre Unterstützer in Erfahrung zu bringen. Je besser wir die politische Struktur von Aya verstehen, desto mehr Erfolg werden wir dabei haben, uns Ihre Hilfe bei der Kolonisierung von Helios zu versichern. 10. Regelsignal gestört. Einladung. Absender unbekannt. Hallo Ryder. Ich muss mich kurz fassen, aber ich habe erfahren, dass mein Virus funktioniert hat und die Verbindung zu Sam unterbrochen wurde. Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Wir sollten uns persönlich unterhalten. Der Nachpunkt für unsere Zuflucht auf Kedera liegt bei. Das Virus war nur der erste Schritt. Sie könnten eine starke Verbündete bei unserer künftigen Unternehmung sein. Neid. Störung des Trägersignals behoben. Okay. Wow. Captain Dune, Ryder. Bitte suchen Sie mich auf dem Hyperion-Deck auf, um über eine heikle Angelegenheit zu sprechen. Dune. Jetzt geht's aber echt los. Sidera nix. Und Pathfinder. Ich bin Vetras Schwester, Sidera. Alle nennen mich Sid. Ich weiß, dass das nicht gerade dem Protokoll entspricht, den Pathfinder einfach über seine persönliche Konsole zu kontaktieren. Aber Vetra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere. Und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor sich, die nicht zusammenpassen und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären. Können wir uns persönlich unterhalten? Ich bin in der Einsatzzentrale, danke. Carrie? Hallo Ryder? Ich habe gehört, Sie sind gerade von Kedera Board zurückgekommen. Es gibt von dort kaum offizielle Verlautbarungen und die Exilanten halten sich auch bedeckt. Würden Sie mir vor der Kamera ein paar Einzelheiten dazu verraten? Carrie. Ach so. Ryder, also von Reyes. Ich habe im Tartarus und im Port erzählt, wie professionell Sie mit den Roker umgegangen sind. Natürlich habe ich ein wenig ausgeschmückt und meine Beteiligung unterschlagen. Ich will Ihnen ja nicht das Rampenlicht stehlen. Nicht, dass ich das könnte. Sie sind echt eine Nummer, Ryder. Wegen Sia.
Falls Sie sich fragen, mein Frauengeschmack hat sich verbessert, seit ich die Sache mit ihr beendet habe. Dann ist ja gut. Und Vetra. Einer meiner Freunde von Kedera hat mir eine Liste mit Tipps geschickt, wie man dort überleben kann. Das meiste ist gesunder Speziesverstand, aber es sind ein paar echt nützliche Sachen dabei. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist, Fragen ist gefährlich. Im Umgang mit Sloan und jedem, der für sie arbeitet, ist größte Vorsicht geboten. In der Politik auf Kedera geht es weniger darum, wer den größten Stock hat. Was? Und mehr darum, wer seine Stöcke auf möglichst kreative Weise einzusetzen bereit ist. In den Slums gibt es einen winzigen Laden, in dem man die besten Tasse Quiloa auf dem Planeten bekommt, okay? Niemals Quiloa mit anderen Stimulantien mischen, egal was andere sagen, geht nur für Menschen. Auf gar keinen Fall jemals der Barkeeperin Umi sagen, überrasch mich. Doch, das möchte ich, dann kriege ich irgendwas Tolles wahrscheinlich gemixt. Pathfinder Rider. Kultureller Austausch der Nexus, okay. Wir bereiten derzeit den Besuch des ersten angaranischen Botschafters auf der Nexus vor, Issa de Navarre. Trotz der Wichtigkeit ihrer Pflichten hoffen wir, dass ihre nächste Rückkehr auf die Station mit seinem Besuch zusammenfällt. Ein herzliches Treffen zwischen dem Pathfinder, der Aya entdeckt hat, und dem angaranischen Botschafter könnte den Ton künftiger Beziehungen prägen. Hochachtungsvoll, Launa Tessera. Okay. Wir haben ganz schön viele Nachrichten bekommen. Boah, ich muss was trinken, hey. Heide nein. Und Rack. Als ich das letzte Mal auf Kedera war, bin ich im Crawlers dieser Asari begegnet, die mich bei einem kleinen Ding mitmachen lassen wollte. Anscheinend gibt es eine Matriarchin, die auf der Nexus hergekommen ist. Nur ist sie in der Stase gestorben. Mein Kontakt sagt, ihr stünden die Credits der alten Dame zu. Jede Menge Credits. Und jetzt kommt's. Sie will sie mit mir teilen, aber es gibt einiges an Behördenkram zu erledigen. Transfergebühren und sie hat Schwierigkeiten, die nötigen Credits dafür aufzutreiben, hat mich gefragt, ob ich die Transfergebühren übernehmen kann. Ich wollte Vetra mit an Bord holen, aber sie sagt, das wäre eine Betrugsmasche. Ich bin mir da nicht so sicher. Für mich klingt es nach einer guten Gelegenheit. Oh, es war eine Betrugsmasche. Tun Sie mir einen Gefallen und erzählen Sie weiter nichts davon. Filmabend, Snacks. Hallo Ryder. Was immer Suvi in der Küche zubereitet, es riecht schrecklich. Sie sagt, es sei für einen Filmabend. Gute Sache, schlechte Snackauswahl. Ich kann das besser. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Okay. Das klingt nicht gut, Kleine. Ich dachte mir, ich zeige Ihnen, was Strux mir gesendet hat. Eine Transkription eines Audiologs, wegen dem ich mir Sorgen um die Kolonie mache. Oh Gott, klingt so, als würde Morda was im Schilde führen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Morda? Ich bin nicht länger herumstreiten. Brank. Es wird Zeit, es der Initiative heimzuzahlen. Brank? Das ist doch gar nicht an uns... Was? Ich kann nicht mehr lesen. Die ist doch gar nicht an uns interessiert. Morda? Das wird sich ändern. Bald werden alle wissen, dass ich Overlord bin. Und sobald ich meinen Plan umsetze, wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Kroganer über Helios herrschen. Und dann werden sie kommen und um Gnade winseln. Frank? Okay, Morda. Ich stelle ein Team zusammen. Beschaffen Sie alles, was wir brauchen. Morda? Kein Kroganer beugt je wieder sein Haupt vor der Nexus. Okay.
Ryder, ich habe gerade an Sie gedacht. So wie meinte, es ginge um irgendwas Wichtiges. Ich dachte, Sie könnten vielleicht einen freien Abend vertragen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Bitten Sie mich gerade um ein Date? Ich verspreche, ich werde ein wahrer Gentleman sein. Und wenn ich gar nicht will, dass Sie sich wie ein Gentleman verhalten? Ach, dann lässt sich auch das machen. Sehr gut. Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Sollte doch auch mit Cora reden, ne? Und die ist hier gar nicht. Bin ich auch rein, da ist der Jarl drin. Also ich habe gesagt, ich bände erst Kedara Port. Und das mache ich auch. Sind jetzt im Orbit von Kedara. Und ich bin gleich wieder da und sobald wir gelandet sind, werde ich einen kurzen Schnitt machen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Hallo. So. Wir haben einen Filmabend vor uns. Die Feierlichkeiten sind offenbar bereits im Gange. Mr. Vidal wollte sich mit Ihnen am Eingang treffen. Krieg ich eigentlich auch ein Outfit? Das wäre so toll, so ein Becky-Outfit. Also das Kleid oder so. Halt! Privatveranstaltung! Ich
Ich treffe hier einen Freund. Nicht ohne Einladung. Sie gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich hatte gehofft, dass er sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich? Ich muss leider unterbrechen. Gut zu wissen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Behandeln Sie alle Ihre Dates so oder bin ich eine Ausnahme? Ich mach's wieder gut. Versprochen. Na, das möchte ich dir auch raten. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Mit irgendjemandem reden. Oh. Shilasia Rona. Erster offizieller Tag als Verbannte. Soll mich in einer Stunde mit Kitis treffen. Zeta sagt, er ist ein Korinthenkacker. Aber bei meiner Rekrutierung war er ziemlich nett. Zumindest für einen Turianer. Ich darf nur nicht zu spät kommen. Update? War wohl nichts. Sie hatten recht. Korinthenkacker. Sie spielen hier. Ich versuche es, aber dieser Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Ich setze immer auf ungerade. Alles klar, ungerade. Viel Glück beim nächsten Mal. Ihretwegen habe ich meine Credits verspielt. Arschloch! Hey, Sie wollten doch, dass ich entscheide. Das werde ich mir merken. Ja, selber schuld. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die Sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen. Das wird nicht ewig funktionieren. Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Ephra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbannten und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein. Aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Er mag sie. Den Eindruck habe ich auch. Dabei hält er sich doch für so subtil. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Machen Sie keinen Unsinn oder Sie fliegen raus.
Holen Sie sich ein Bier, Katis. Das ist gut für Ihre Gesundheit. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Na, dann machen Sie doch Schluss für heute. Leben Sie mal ein bisschen. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Ich würde gerne etwas trinken. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Crawler's Song. Wie ich sehe, muss Katis die Gästeliste in Zukunft genauer überprüfen. Entspannen Sie sich, Eure Majestät. Ein Freund hat mich eingeladen. Ich bin nur hier, um etwas zu trinken. Sie können sich gerne wie alle anderen durchschnorren. Aber machen Sie ja keinen Ärger. Mach ich nicht. Pathfinder Ehrenwort. Verschwinden Sie einfach. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht. Aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Kann ich noch was trinken? Sie schon wieder. Ich hoffe, Sie sind bereit für die zweite Runde. Wie serviere ich Whisky? Ich hoffe, es stimmt. Pur. Ich bin beinahe beeindruckt. Mag Whisky. Harte Nacht? Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Und dann habe ich es nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. Was auch immer Sie gemacht haben, ich bin mir sicher, Sie können es wieder gerade biegen. Sie wissen nicht, was ich gesagt habe. Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so ein Idiot. Okay, das ist übel, richtig übel. Aber ich denke, noch ist nicht alles verloren. Erklären Sie ihr, dass Sie das nur gesagt haben, weil Sie ein Idiot sind und Sie mögen. Denken Sie wirklich, das könnte funktionieren? Es ist auf jeden Fall besser, als in Selbstmitleid zu versinken. Okay. Wünschen Sie mir Glück. Okay, viel Glück. Oh, da ist hier. Oh, warte, das möchte ich jetzt mitkriegen. Okay, die Wahrheit ist, ich mag dich. Ich hoffe, ihr hört das. Ah, oh, er hat's geklärt. Ach, wie süß. Oh, sie mögen sich. Hier ist der Nebenraum. Verflucht. Warum können die Lagernummern nicht am selben Ort sein? Lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es aussieht. Sie benutzten mich nicht als Ablenkung, um Sloans Sachen durchwühlen zu können? Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Oh. Sorry. Ich denke, wir sind wieder sicher. Ich weiß nicht. Wir sollten uns lieber noch mal küssen. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Na endlich. Da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky?
Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky, das ist ein Schatz. Ich hoffe, Sie teilen ihn mit mir. Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Oh, wie aufregend. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Ich wusste, es wird nicht leicht, aber dass es so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Für mich sind Sie kein Niemand. Ich habe den Eindruck, dieser Kuss war mehr als nur ein Ablenkungsmanöver. Nächster Schritt, auf Ärger warten. Wirklich? Auf Ärger warten? Das war ein schöner Abend. Okay, warte mal. Oh, wir haben 14 Punkte, um Gottes Willen. Wo ist mein Logbuch? Wir könnten jetzt natürlich noch einiges hier tun. Warte mal. Wenn wir auf Ärger warten, bleiben wir dann hier oder fliegen wir erstmal zur Nexus und machen da ein paar Sachen? Es ist so schwierig, das zu entscheiden. Irgendwie habe ich so... Wie viele Aufgaben haben wir denn? Viele haben wir eigentlich gar nicht auf Gedera. Guck mal hier. Die könnten wir noch machen. Warte mal. Ja. Oh Gott. Ach so, das sind die ganzen anderen Sachen, die wir noch bekommen haben. Von unseren E-Mails. Und wir könnten natürlich auch den Neid, den können wir auch noch machen, ne? Weil da, von dem haben wir auch eine Nachricht erhalten. Okay. Warte mal. Dann mache ich kurz. Ich tue die mal ganz kurz leveln. Wo ist denn das hier? Ach so, ich habe nur 5. Okay. Haben wir noch? Teamunterstützung. Ach, der Gott, da brauche ich auch 6 Punkte. Mach die noch schnell und ich weiß nicht, ob ich dann hier wirklich einfach mal eine Pause mache und überlege mir bis
bis zum nächsten Mal, was wir als nächstes tun werden. Ob wir kurz auf den Nexus gehen dazwischen oder ob wir wirklich... Aber ich glaube, weil wir kriegen durch die Außenposten, ich glaube, wir arbeiten erstmal unsere Aufgaben ab, weil sonst wird es wieder so viel und wir sind ewig auf Kadara. Würde ich jetzt mal einfach behaupten, ne? Noch was mit 4? Nein. Vetra. Achso, ist beides dasselbe? Okay. Ich meine, die letzten hinteren Sachen können wir eh noch nicht bei allen machen, außer beim Liam jetzt, weil wir da die Loyalitätsmission gemacht haben in einer Folge. Bei dem können wir das machen, aber bei den anderen, da gucken wir halt, dass wir so alles schon mal vorbereiten. Baby. Mach mal eine kleine Piep. Gott. Vielleicht tausche ich auch mal das Team aus. Jetzt sind wir ja gerade mit Track und Vetra unterwegs. Vielleicht tausche ich es einfach mal aus. Muss ja jetzt gehen, ja. Gut. Okay, doch, ich glaube, ich mache hier wirklich einen Schnitt, ich mache eine Pause und dann machen wir einfach in den nächsten Folgen die aktuellen Nebenmissionen von Kadara Port zu Ende und gehen dann auf die Nexus. Und vielleicht haben wir ja bis dahin auch Ärger bekommen und können doch schon vorher Kadara besiedeln. Okay? Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen oder irgendwas da lasst, wenn ihr mich abonniert und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Bis dann. Bye, bye. Ich habe gerade im Logbuch gesehen, dass wir einen neuen Punkt hatten und entweder habe ich ihn übersehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sollen mit der Sloan sprechen. Die hat uns ins Hauptquartier berufen. Die gute Dame, die gnädige, möchte uns empfangen. So, da gehen wir hin. Ich hatte einen anderen Punkt angewählt. Ja, hat sich ja jetzt erledigt. Mal gucken, was sie will. Vielleicht dürfen wir jetzt unseren Außenposten errichten. Keine Dummheit, klar? Ja, ja, klar. Beruhig dich mal. So, was möchte die Dame? Wo sind ihre Leute? Ich habe ihren Anblick nicht mehr ertragen. Was ist passiert? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katus halb tot zu schlagen. Oh. Der Scharlatan benutzt Katus, um sie nervös zu machen. Das weiß ich. Sie sind nicht hier, weil ich ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Wohl kaum, weil sie mich so mögen. Der Scharlatan hat an Katus eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was, ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind eine Außenstehende. Und ehrenhaft. Zählen Sie auf mich. Dieses Treffen entscheidet über Kadaras Zukunft. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Alles klar, dann treffen wir uns dort. Ich bin so gespannt. Ich würde mich auch gerne nochmal mit dem... Boah, da gucke ich gleich nochmal. Wir hatten ja letztens einen netten Abend mit Reyes. Und da wollte ich gucken, weil ich glaube, wir können auch mit dem rummachen.
Das wollte ich eigentlich... Wollte ich schon testen, ob das geht. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal, ob wir dann irgendwas von ihm haben. Wo Race steht. Das ist das, was wir jetzt machen. Das hätte ich letztes Mal gemacht. Mit Sloan treffen, bla bla bla. Nee. Vielleicht bei den zusätzlichen Aufgaben, aber ich glaube, von dem haben wir nichts bekommen. Ich dachte, wir könnten den nochmal. Könnten wir den denn vielleicht treffen? Im Dings, unten in den Slums, in seiner Stammdisco. Das könnten wir nochmal probieren. Oder hier. Auch gerne mal. Es wäre so cool, wenn die tanzen könnte. Da ist der Drag wieder. Oh, schade, der ist nicht hier. Oh, guck mal, der John ist hier. Oh. Pathfinder, ich fühle mich hier unwohl. Dann geh doch nicht hierher. Ich versuche zwar fröhlich zu sein, aber es gelingt mir nicht sonderlich gut. Psst, Joe, reden Sie leiser. Warum? Ich schäme mich nicht für meine Gefühle. Der ist so süß, der ist so süß. Oh mein Gott, den möchte ich einfach nur knuddeln. Joel, so süß. Ich glaube, den nehme ich auch mit. Wir können jetzt gleich, wenn wir runtergehen, in die Slums. Hier hinten noch jemand? Nee. Wenn wir runtergehen in die Slums mit dem Fahrstuhl, dann können wir ja wieder unsere Crew ändern. Und ich glaube, ich nehme mal den Joel mit. Vetra sowieso. Und wir gehen nochmal nach oben. Initiative fallen ließ, ist Sloan stark geblieben. Oh. Und hallo? Pathfinder. Ja? Ich fürchte, Sloan hat sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbanden erfahren. Ich werde ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Die habe ich noch gar nicht entdeckt dort. Das Verhältnis zwischen den Verbanden und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie, genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, Ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadara gehört uns und nichts wird daran etwas ändern. Erzählen Sie mir von Sloan. Vor dem Aufstand war sie Leiterin der Nexus-Sicherheit. Sie gab ihre Stellung auf, um uns zu beschützen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Kennen Sie sie persönlich? Natürlich. Sie legt größten Wert darauf, jeden einzelnen ihrer Leute zu kennen. Was deutlich mehr ist, als der Scharlatan von sich behaupten kann. Okay. Dann. Was bedeutet es, zu den Verbanden zu gehören? Den meisten Leuten gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Etwas, das in Helios dringend gebraucht wird. Sie haben sich auf der Nexus nicht sicher gefühlt? Sie waren während des Aufstands nicht dort. Es war das reinste Chaos. Und diese Idioten an der Spitze haben alles nur noch schlimmer gemacht. Dank Sloan haben wir jetzt Strukturen, eine Familie. Sie sind unter Sloans Herrschaft also glücklich? Ich denke, das bin ich. Obwohl ich natürlich etwas anderes erwartet hatte, als ich mich in der Milchstraße verpflichtet habe. Aber ich kam nach Andromeda, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und genau das bin ich bei den Verbanden. Kann sich jeder den Verbanden anschließen? Abgesehen von mir natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren. Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Okay. Das Dankeschön. War vorerst alles. Dass du uns so viel Auskunft gegeben hast. Ja. Alles klar. Aber wir müssen auch mal wieder den Kodex lesen. Das Pibi? Hat mir jemand einen Arschlochmagneten angesteckt, oder was? Kommt gleich, wir reden gleich, Pibi.
geht's denn hier hin? Aber auch gleich. Ja? Warte mal, ich mach mal auf und dann gucken wir mal, wo es da hingeht. Ich glaube, da stand der Lee im Oschwer. Ja, hier ist auch noch irgendwas. Hä? Ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Aber ihr Atem hat alles ruiniert. Mit wem redest du denn? Lasst euch nie wieder von Angst beherrschen. Schließt euch den Verbanden an. Ryder, ich erkenne diese Leute, die Exilanten. Einige von denen sind nicht gerade erfreut darüber, uns zu sehen. Ich ernte jede Menge böser Blicke. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich blinzle nicht mal. Erledigen wir einfach, was wir erledigen müssen und verschwinden dann, okay? Ist okay, Bibi. Da ist noch irgendein ein Ding offen. Gleich hier ums Eck, auf dieser Ebene. Es müsste ja dann hier rum sein, oder? Ja. Ah, jetzt ist es unten. Okay. Hä, wo ist es jetzt hin? Jetzt ist es weg. Was? Kann ich da runtergehen? Oder ist es... Ja. Ach, der Jimmy. Haben Sie Sealy gefunden? Hat sie sich Sorgen gemacht? Nein, sie ist nämlich nicht ihre Freundin. Scheiße! Ich hatte gehofft, sie hätte ihre Meinung geändert. Kümmern Sie sich um sich selbst, Jim. Sealy ist glücklich da, wo sie ist. Verdammt. Gut, jetzt ist es auch weg. Der Jimmy, ich hab den ganz vergessen. Was macht denn der eigentlich? Der ist total nervös, der Liam. Nicht, dass er irgendwelchen Quatsch macht. Cora dasteht. Ich lasse ihn mal weiter den Nomad bewachen. Die Arme. Wir gehen in die Slums und jetzt kommt's. Warum flackert denn das so? Das ist ja komisch. Also heute ist irgendwie bei euch auch so, ja. Wollte die Crew ändern. Ich nehme den Joy mit. Er fühlt sich so unwohl. Vielleicht tut ihm das gut, wenn er mit uns rumfährt. Dann gucke ich noch mal kurz in diese Disco, ob wir da irgendwas mit dem Reyes machen können. Ihr versteht schon und so. Weil ich glaube, das geht. Also wir haben ja mit dem geflirtet. Ich glaube, das geht. Aber ich weiß noch nicht, was man da machen muss. Oder ob das irgendwann später passiert. Ich will das nicht verpassen. Oh, der sitzt gar nicht da. Okay. Dann weiß ich es auch nicht, muss ich sagen. Weil ich hatte das beim
Letztes Mal habe ich es, glaube ich, auch nicht. Habe ich es verpasst oder so? Oder nicht gemacht? Müssen wir nicht durch die blöde Schleuse immer gehen? Tür auf, Tür zu. Schauen wir mal auf unsere Karte, ob wir vielleicht Schnellreise dahin machen können. Guck mal, 71% lebensfähig ist dieser Planet schon. Das ist gut da. Bin gespannt. Bin gespannt, wo wir dahin hingehen. Gut, der Nomad fährt von allein. Ach, eigentlich mache ich gerade gar nichts. So. Achtung! Sind Sie nach Helios gekommen? Wir im Allgemeinen oder ich? Sie, Petra. Aus demselben Grund wie alle anderen auch. Ich habe die Versprechungen geglaubt. Sie müssen ziemlich überzeugend gewesen sein. War es das wert? Das will ich doch hoffen. Ach, alles auf diesem Planeten ist so spitz. Ja, du, John, mir gefällt das auch nicht. Entschuldigung. Scheiße, wir fahren falsch. Ach, wir müssen da hinten die Straße hoch. Alles klar. So. Das wäre dann hier. Dahin, glaube ich, hoch, ne? Ich glaube, das war's. Also ich tue das mit den Abbauzonen nur machen, wenn es angezeigt wird, sehr gut. Weil vorher... Oh, nee, lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? Oder habt ihr andere Erfahrungen? Ja. Muss ja jetzt hier dann irgendwo hochgehen, ne? Da. Sie vertrauen mir nicht, Vetra Nix. Das spüre ich. Wie kommen Sie darauf? Da ist es. Keine Chance, dass das schief geht.